Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Beta Dragon Quest 3, der deutschen Übersetzung von den SNES Projects. Und wir haben im letzten Part die Goldkrone geholt, beziehungsweise es stand nur da Goldkrone, also eigentlich war es wahrscheinlich ein Schnaps, den wir da von den Dieben zurückbekommen haben. Und den heiligen Schnaps werden wir zurück zum Königreich bringen, habe ich mir so zwischendurch überlegt. Obwohl, vielleicht kann man die einfach mal aufsetzen. Das probieren wir gleich mal aus. Items, Pick, Goldkrone, macht die Abwehr auf 71 hoch. Abgeben. Mary kriegt jetzt die Goldkrone. Ja. Cool. Herzlichen Glückwunsch, Mary. Sie sind jetzt Königin. Tja, müssen wir den ganzen weiten Weg wieder zurücklaufen, zwischendurch ein paar blöde Kämpfe machen, bla 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 bla. Zwischendurch nichts aufheben. Wir könnten ja nicht auch uns teleportieren, fällt mir gerade ein. Benutzen wir doch direkt mal den Teleportierzauber, den wir hier haben. Magie. Mary, Teleport und... Wie hieß das Dorf? Romali oder so. Im Englischen Romalia, glaube ich, hieß es. War das hier? Hui. Bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber ich glaube schon. Ja, das sieht doch nach einem Königreich aus. Schauen wir mal. Schicke Bären, schicke Leute. Schicker König. Hi, König. Guten Tag. Das ist wundervoll. Du hast die Goldkrone zurückgebracht. Du bist ein wahrer Held. Du wärst ein großartiger König. Wenn du zustimmst, würde der Thron bald dir gehören. Er meinte natürlich würde. Würde der Thron bald dir gehören. Was sagst du? Möchtest du der Herrscher dieses Landes werden? Ja, was eine Frage. Natürlich. So sei es. Henceforth, Pick soll als König dieses Schlosses herrschen. Heißt sein Diener so? Geil. Naha, toll. Schick, schick sehe ich doch aus, oder? Geil. Hey, Königin. Du bist wundervoll, Pick. Bitte bleib für immer bei mir. Guten Tag. Es lebe der neue König. Und jetzt, was sagt der Barber? Ich bin wirklich glücklich, mit dir zu sprechen, Eure Majestät. Er müsste dann sagen, mit euch zu sprechen, Eure Majestät. Genau. Oder seine Majestät. Es lebe der neue König, Pick. Geil. So, als König ist natürlich was Feines. Das erinnert mich gerade an dieses Virtual Console oder nee, WiiWare Game hier. Final Fantasy Crystal Chronicles My Life as a King, wo man die ganze Zeit eigentlich nichts macht. Ich habe die Geschichte bereits gehört, wie ihr König geworden seid. Ich muss euch nun also bitten, die Stadt nicht zu verlassen. Okay. Das ist zwar blöd für unser Abenteuer, aber das lässt sich doch einrichten. Was gibt's hier noch Schönes? Hui! Hi! König Pick, ihr seht großartig aus. Er sieht ein bisschen aus wie Aggressor. Ihr werdet sicher ein großer Herrscher werden. Ich bin schon ein großer Herrscher. Gucken wir uns hier noch ein bisschen um, gehen wir ein bisschen mal hier hoch und gucken mal, was der Opa hier sagt. Hi. Was? Er überließ dir die Krone? Er muss wieder auf seine alten Tricks zurückgreifen. Hä? Freilich nicht, egal, ich bin König. Was? Der König geht seine Bücher auf dem Regal durch, aus dem Regal, wurde gemeint. Hier gibt es keine Bücher für den König. Nett. Hier ist nichts, was der König benutzen kann. Ist ja nice. Der König sucht den Boden ab. Der König konnte nichts Nützliches finden. Das ist geil. Das ist richtig geil. Der König hat keine Gegenstände. Vor langer Zeit war der König sehr mächtig. Okay. Der König erlaubt keine Magie. Der König sucht den Boden ab. Ja, okay. Der König kann die Taktik nicht ändern. Es ist unnötig. Es ist so geil. Huhu, da juckt man gleich die Nase vor Freude. Geil. So. Oh.
verschlossen. Du besitzt den passenden Schlüssel nicht. Wie jetzt? Ich bin König. Wenn man den passenden Schlüssel hat und dann da reingeht, das sieht ja voll awesome aus. So, was ist hier oben noch Tolles? Aha. Aha. Ich glaube, wir werden jetzt den ganzen Part hier als König verbringen. Weil ich das so toll finde. Es befindet sich niemand in dieser Richtung. Verschlossen, du besitzt nicht den passenden Schlüssel. Du bist also der neue König? Ich hörte, du hast Kanda entkommen lassen. Wie konntest du das tun? Er sollte derjenige sein, der hier eingeschlossen sein sollte, nicht ich. Ups. Tja, Pech. Für dich. Ich bin der König, mir doch egal. So. Ah ja. Gucken wir mal hier weiter. Oh, hier geht's in den Keller. Der königliche Keller verschlossen. Besitzt in die passenden Schlüssel? Nee. Ich bin der König, ich habe keine Schlüssel. Ich bin blöd. Es lebe der neue König, Pig! Oh, das war vorhin anders geschrieben, mit einem Ausrufezeichen. Es lebe der König, Ausrufezeichen, Pig, Ausrufezeichen war da. Die Flamme, die das Leben der Kerze hält. Tralala, ich habe nur Blödsinn erzählt. Haha. So, da dir ist die Flamme, die das Leben lebenswert macht. Der König konnte nichts Nützliches finden. Hey, Oppi. Du bist allerdings jünger als letzte Nacht. Du wirst uns sicher helfen, wieder Leben in unser welkes Land zu bringen. Definitiv, hier wird erstmal eine Disco aufgebaut, Junge. Echt, und eine Schule. Weil die Schule ist wichtig, bla bla bla. Oh, Eure Hoheit, ich bin geehrt, dass du eine alte Frau wie mich besuchst. Könnt ihr da irgendwann bitte drauf achten? Das ist doch immer entweder, dass ihr mich besucht, sowas in der Richtung. Hier ist nichts, was der König benutzen kann. Buh, der König ist blöd. Hey, warte mal, ich gehe nochmal in den Krug, mal gucken, ob der König in den Krug gucken darf. Der König begutachtet den Krug. Hier ist nichts, was der König benutzen kann. Das Leben als König ist echt blöd, der kann ja überhaupt nichts benutzen, kann ja wenigstens schlafen gehen oder kaufen. Ach nee, der König hat ja keine Gegenstände. Also hat er wahrscheinlich auch kein Geld. Hey! Ich wollte mit euch reden. Hey! Es ist gefährlich für dich, die Stadt zu verlassen. Hallo, Eure Hoheit. Ist der tapfere Held Alian in unserer Stadt? Stattet. Nett. Oh, hier ein Kämpfer. Beschützt mich. Die Dinger waren in Ordnung, so wie sie waren. Ach so, der frühere König ist unten. Er kommt mir ein wenig zu glücklich vor. Ist der in der Spielhalle? Oder sowas? Willkommen. Für eine Sekunde dachte ich, du wärst der König. Wir schulden es unserem König, an unserem Geschäft festzuhalten. Du bist der neue König? Ich bitte dich. Bitte senk die Steuern. Ja, dann machen wir morgen. So, mal gucken hier. Eure Hoheit, was macht ihr hier draußen? Ich will mal Bunnies angucken, Junge. Haha, mein Onkel ist ein alter Angeber. Okay. Wollt ihr zocken? Nein, wir wollen nur schauen und genießen. Das ist alles. Ich bin es, der alte König. Überzeugte Bürgerliche haben es gut. Ich habe nie gewusst, dass Glücksspiel so viel Spaß macht. Macht es dir Spaß, der neue Herrscher von Romali zu sein? Jep. Ich bin froh, das zu hören. Bis wir uns wiedersehen. Und dann ist er unglücklich, wenn wir uns das nächste Mal nochmal sehen. Hihi. Mummel. Schaut alle her, es ist unser König. Oh mein Gott. Auch der König ist nur ein Mann. Und Männer können dem Versuch nicht immer widerstehen. Keine Sorge. Ich könnte vorgeben, euch noch nie hier gesehen zu haben. Hahaha. Den Satz müssten wir vielleicht etwas umstellen, damit er leichter zu lesen ist. Warum seid ihr zu einem so verschlagenen Ort gekommen, Eure Hoheit? Oh, für die nächste Lektion? Haha, ich ebenso. Alle huldigen dem neuen König! Hurra! Dies ist kein Ort für einen König, bitte geht. Schmeiß den König raus, weißt du, musst du mir überlegen. Hier befindet sich niemand, der König ist auf dem Boden. Blablabla. Der König ist echt eine blöde Sau und kann nichts machen. Aber das ist echt witzig. So, gucken hier. Guten Tag. Eure Hoheit, wollt ihr zu einem Spaziergang ausgehen? Nö. Hilfst du uns bei der Patrouille? Hey, vielen Dank.
Bei Tiergang ausgehen? Ja. Ich verstehe, es ist wirklich schön draußen. Ihr solltet nicht für immer hier drin sein. Ah, den Schlüssel haben wir also doch noch. Eure Hoheit ehrt die Reisenden mit freundlichen Worten. Wie aufregend. Tipp. Hier noch Schönes, außer nichts. Okay. Ich bin der König, ich darf erst meine Türen aufmachen. So. Verschlossen, du besitzt nicht den passenden Schlüssel. Bla bla bla. Ja, Kind. Schaut, es ist der neue König. Hihihi. Aber wenn das König nicht raus darf, ist blöd. Eure Hoheit, bitte, ihr müsst die Stadt Nuanils im Norden von hier retten. Der Fluch ist bereits verschwunden, sagst du? Du hast bereits eine unglaubliche Aufgabe als König erfüllt. Guten Tag. Oh, König Pick, du bist also unser neuer König. Nun, ich wünsche dir alles erdenklich Gute. Vielen Dank, Herr Priester. Sagt der Hund was? Ruf, ruf, ruf. Ich dachte, der sagt nur eure königliche Hoheit, bla bla. Lass mich ja durch, Mann. Jetzt müsste ich mich ja... Man müsste sich ja jetzt mal irgendwie rausglitschen. Und dann mal als König draußen rumrennen und mal gucken, was dann passiert, wenn man zum Beispiel einen Kampf beginnt. Ob man dann auch noch danach die Klamotten dann hat und so weiter und so weiter. Ich mache hier mal ein Safe. Und dann kann das... Mal jemand ausprobieren, der sich mit Glitches auskennt oder sich die herauscheaten kann oder irgendwie. Ne? So, dann werden wir uns mal wieder königlich unieren und wieder normaler Mensch werden. Ich bin der König, bla bla. Ich habe bloß Glücksspiel, macht Spaß, bla bla. Ne, macht keinen Spaß. Oh, es langweilt dich schon? Jupp. Ich verstehe. Ich werde nicht zulassen, dass du etwas machst, das du nicht möchtest. Es war lustig, solange es dauerte. Aber ich brauche meine Erholung. Und du musst deine Reise fortsetzen, Pick. So. Ich wurde selbst schon 5-mal zum König ernannt. Du musst noch fragen, wenn du wieder herrschen willst. Geil. Ich wünschte, ich würde wie du aussehen. Du bist zu jung. Aber es... Oh Gott. Was ist denn jetzt passiert? Bin ich auf R gekommen? Bin ich über dem Video aussehen, bist du. Aber es ist unausweichlich, einige Dinge müssen einfach geschehen. So, ich dachte schon, du aussehen wie ein Junge. Oder wie ein Mann. Pick, du hast einen großartigen Job gemacht. Die Erfahrung alleine sollte es wert gewesen sein. Du weißt nie, vielleicht wirst du eines Tages noch König werden. Ich würde mich nicht wundern, wenn dies irgendwann passiert. Jetzt brich auf und viel Glück auf deinem Abenteuer. Ich denke, ich brauche bloß nochmal Fragen, um König zu werden. Ich wollte doch mal König sein. Das war so toll. Ich habe jetzt die Frage, wo wir jetzt weitermachen müssen. Ne? Tja, hat Opa noch was zu sagen? Oh, ich habe gepfiffen. Wihi, wihi, hurra. Jetzt kann ich endlich meinen Hund rufen. Hä? Bisschen verwirrt der Opa, hä? Warte mal, mir fällt dir noch ein, da war doch noch zu, bei dem Opa da oben und so, ne? Ich weiß nicht, ob ich da schon mal reingeguckt habe. Hey. Sehr gut. Hopp. Und da rein. Und mal reingucken. So. Es ist nichts Interessantes gefunden. Schade. Also da war tatsächlich nichts Interessantes. Dann ist ja blöd. Schade. Gut, okay. So wie ich das sehe, war es das jetzt schon fast. Ja. Ja, wo geht man jetzt schönes lang? Ich weiß es nicht. Ich habe ja komische Geräusche im Zimmer, ja. Als ob hier ein UFO landet irgendwo. Junge, Junge. Also, wenn ich gleich weg bin, dann ist entweder der Part vorbei. Oder ich wurde gerade entführt. Ganz grandios. So. Mal gucken. Ah ja, die machen wir doch hier mit links platt. So. Na gut, okay. Tja, ich würde sagen, wir beenden einfach hier den Part. Wir müssen sowieso gucken, wo wir als nächstes mal lang müssen. Da gibt es ja so tolle Game Guides für, die man da ein bisschen wälzen kann.
Also, ich freue mich schon drauf, auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Beta Dragon Quest 3, der deutschen Übersetzung von den SNES Projects. Ich möchte euch nochmal dran erinnern, Bug Reports könnt ihr im Forum abliefern bei den SNES Projects. Oder irgendwelche anderen Anregungen oder sowas. Die haben noch viele ganz andere Projekte, die auch wert sind, mal angeguckt zu werden. Und wenn ihr euch bei dem Forum nicht anmelden wollt, warum auch immer, weil es gibt da gar keinen Grund zu. Jedenfalls könnt ihr mir Bug Reports auch per E-Mail zukommen lassen, und zwar an die E-Mail-Adresse help@lompickhunter-lp.de. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, bis dahin und tschaußen!